Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm RP. Und ich begrüße euch recht herzlich zu Uncharted 2 Among Thieves. Ja, es ist der zweite Teil der Uncharted Collection, Nathan Drake Collection für die PS4. Und da wir den ersten schon beendet haben, folgt jetzt eigentlich direkt der zweite und danach der dritte. Das ist geplant. Und ja, wir drücken X zum Beginn und werden direkt ein neues Spiel anfangen, eine Kampagne auswählen. Auf einfach werden wir spielen und viel Spaß bei der Kampagne. Ja, neue Spieldaten. Ich sag schon mal viel Spaß und wir sehen uns gleich nach der Cutscene. Holy shit. Kapitel 1. Felsenfest. Ach du Scheiße. Nathan, was hast du hier bloß getan? Was hast du nur bloß getan? Nate, was hast du hier nur getan? Wie bist du da reingekommen? Oh mein Gott. Schwer verwundet. Aber die Grafik sieht schon sehr gut aus. Alles okay. Alles okay. Komm. Damit sind wir wieder an der Stange und versuchen hier uns den Weg nach oben zu bahnen. Das wird, ist kein leichtes Spiel. Ach du Scheiße. Okay, Nate, beeil dich, mein Freund. Oh nein.
Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen und einen, sind. Und der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, ihr arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Was soll denn bloß schiefgehen? Das ist die richtige Frage, Nate. Genau, was soll denn bloß schiefgehen? Also fast alles. Boah, sieht das gut aus. PS4-Grafik. Auch zumindest, oder PS3-Grafik aufpoliert. Stark aufpoliert. Yeah.
Zumindest haben wir eine Waffe. Das ist doch schon mal was. Verschlossen. War ja klar. Dieses Karma. Hm. Dieses Karma. Wo hast du eigentlich deine Elena gelassen? Nate, es wird nicht besser, wenn ich das sagen darf. Hallo? So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Wie konnte es nur dazu kommen? Komm, Nate, steh wieder auf, Digga. Nein, das wollte ich jetzt hier gerade nicht. Ja, der sieht schon eindeutig besser aus als der erste Teil. Man sieht es. Dabei sah der erste Teil schon aufpoliert schon nicht schlecht aus. Oh. Unsichtbare Wand. FTW. Wow. Thank you.
Ah!